Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Happiness Begins Box von den Jonas Brothers. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Happiness Begins von den Jonas Brothers. Das Ganze erscheint morgen am 7. Juni 2019. Ich habe das Glück, euch das Ganze heute schon vorstellen zu dürfen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier aufschneiden. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier eine quadratische Box. So sieht die aus, also in dieser Höhe. Und auf der Vorderseite lesen wir hier oben einmal im Himmel in weißer Schrift Happiness Begins. Es ist ein schöner Ausblick. Und dann haben wir hier die Interpreten, die drei Brüder, die hier auf dem Bauch am Rand eines Pools liegen, so am Beckenrand. Sehr interessant hier. Ja, also schönes Foto hier mit diesem Infinity Pool. Kann man auf jeden Fall lassen und passen zum Albumtitel, also Happiness Begins. Das kann ich mir hier gut vorstellen. Ja, so sieht das Ganze von der Seite aus, beziehungsweise ja, von dieser Seite hier so dunkelgrau, so Fliesen. Rechts Happiness Begins. Oben blau Himmel und links nochmals Happiness Begins. Und auf der Unterseite haben wir, das Ganze ist angeklebt, einen Zettel. Und zwar lesen wir hier einmal die gesamte Tracklist des Albums. Und zwar haben wir hier insgesamt 16 Tracks an der Zahl. Keinerlei Features, weil ich das beurteilen kann. Dann haben wir hier unten rechts einen Barcode und hier die restlichen Inhalte zum Album. Hier lesen wir Includes 4 Polaroids, 2 Posters, a clear drawstring bag and handwritten note. Gut, für alle, die der englischen Sprache nicht ganz so mächtig sind, werde ich das mal kurz auf Deutsch zusammenfassen. Also wir haben hier 4 Polaroid-Fotos mit dabei, 2 Poster, dann einen Turnbeutel, also so einen Umhängebeutel und eine handgeschriebene Notiz. Gut, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, so sieht das Ganze dann aus, also selbe wie auf dem Zettel, nur eben nicht bedruckt. Dann öffnen wir das Ganze mal. Der Deckel ist abnehmbar, jawohl, von innen in diesem türkisblau gehalten. Und als erstes kommt uns hier einmal die handgeschriebene Notiz entgegen, zu der kommen wir dann noch. Dann haben wir hier einmal den Turnbeutel. Ein Briefkuvert. Und das Album an sich. Ich gehe mal davon aus, es hätte hier unten so drin stecken sollen, aber hat sich hier etwas gelöst. Hier ist alles in dieser Wasseroptik, dieser Pooloptik gehalten. Also rein vom Design her, vom Innenleben, sieht die Box echt schön aus. Da ist alles farbig gestaltet und schön im Design gehalten. So, wir haben hier auch erfreulicherweise keinerlei Folie oder irgendwelche Verpackungen. Es ist wirklich hier jeder einzelne Inhalt ohne Folie. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also Cover ident wie auf dem Boxdeckel. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase. Es ist das 5. Album von den Jonas Brothers. Und das letzte ist etwas her, denn das letzte kam, soweit ich informiert bin, im Juni 2019. Also vor ziemlich genau 10 Jahren. Das ist echt eine lange Zeit. Und noch spannender ist, dass sich diese drei Herrschaften ja im Oktober 2013 dann getrennt haben. Dann haben sie so diverse Solo-Karrieren vorangetrieben. Und dann im Februar 2019 kam dann die große Meldung, dass sie sich wieder vereint hätten und wieder gemeinsam Musik machen wollen. Und genau das ist jetzt mit diesem Album geschehen. Also seit der Wiedervereinigung das erste Album. Gut, so sieht das auf der Seite aus. Auch hier lesen wir wieder Jonas Brothers Happiness Begins. Auf der Rückseite haben wir dann hier oben die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 16 Tracks mit dabei.
Und zwei davon sind Bonustracks, nämlich hier Track 15 ist ein Bonustrack und Track 16 Cool. Der ist auch hier schon mal drauf, Nummer 2, aber Nummer 16 hier ist dann Cool in der Akustikversion. Gut, das kennen wir bereits, dieses Infinity Pool. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal das Booklet. Jawohl, hier haben wir die drei Herrschaften an einem Flügel sitzen. Und dann haben wir, das gefällt mir gut, die Lyrics. Also wir haben hier jeden Track Wort für Wort abgetippt. Wenn auch sehr schwer zu lesen, so weiß auf hellblau-grau. Aber ja, da stehen die ganzen Infos. Beziehungsweise, nein, sorry, das sind nicht die Lyrics. Jetzt sehe ich es erst richtig. Das sind die Credits. Also hier haben wir die Credits zu den einzelnen Tracks. Wer hat hier mitgewirkt? Okay. Weitere Aufnahmen, weitere Credits. Ja, zieht sich jetzt so durch vom Design her. Hier die drei Brüder, Joe, Kevin und Nick. Dann hier einmal über beide Seiten. Weitere Credits. Ein Foto aus dem Auto raus. Okay. Und hier zum Abschluss gibt es dann auch noch die Album-Credits. Alles klar. Gut, das war's soweit zum Booklet. Hier haben wir dann noch eine recht umfangreiche Danksagung. Und hier nochmal die drei Herren. Kann man eventuell das Wendecover reinmachen, wie sie hier am Pool stehen. Das ist natürlich euch überlassen, wie ihr das macht. So, wir kommen zur Album-CD. Die sieht so aus. Auch hier wieder Himmel mit diesem schönen Panorama hier, mit diesen Hügeln im Hintergrund. Und oh, das ist auch mal was anderes. Hier haben wir dann noch im Kindergartendesign in so Strichmännchenoptik die drei Interpreten an ihrem Pool mit Palmen und Sonne. Ja, also ich glaube, diese Zeichenphase hat jeder mal hinter sich gebracht. So Kindergarten, Vorschule, würde ich sagen. Dann haben wir diesen handgeschriebenen Zettel, diese Handwritten Note, glaube ich, wurde das genannt. Was lesen wir hier? To our fans. Thank you for your continued love and support throughout the years. More of this, nein, none. None of this would have happened without you. This album is our most personal and tells the story of our lives over the last year. We want to bring the joy we feel to the world. We can't wait to see you all on tour. Thank you for everything. We love you. Und dann haben die drei Herrschaften natürlich auch noch unterschrieben. Ja, also kurz auf Deutsch zusammengefasst. Sie bedanken sich für den treuen Support und die ganze Unterstützung über all die Jahre und freuen sich natürlich jetzt ihr Album mit der Welt teilen zu können und würden sich freuen, wenn man auf Tour vorbeischaut. Dann haben wir einen Turnbeutel in einer sehr speziellen Optik, denn wie wir sehen können, ist dieser durchsichtig gehalten. Wir haben hier links und rechts schwarze Bänder, um das Ganze natürlich dann um die Schultern zu machen. Hier lesen wir dann mit schwarzer Schrift Happiness Begins geschrieben. Oben ist das Ganze auch in Schwarz, also hier so der Saum und der Zug ist in Schwarz gehalten. Und dann haben wir hier noch einen Zettel, der uns hoffentlich Aufschluss darüber gibt. Jawohl, was lesen wir hier? 100% PVC, also Kunststoff, und das Ganze ist made in China. Grüße gehen raus. Und dann haben wir noch dieses Kuvert, diesen Briefumschlag. Der ist hier mit einem Sticker versiegelt. Den werde ich jetzt mal hier sachte öffnen. Jawohl. Und hier kommen uns dann Polaroids entgegen plus ein Poster dürfte das sein. Also, das ist natürlich auch nett, dass man das nicht einfach so reingemacht hat, sondern hier mit so einem Briefumschlag in der Pool-Optik. Finde ich sehr nett gemacht. Wir haben hier Polaroids und zwar einmal dieses hier, die drei Herrschaften. Es dürfte wohl vor einem Boot sein, also eventuell stehen sie hier am Steg oder auch direkt auf dem Boot. Hier im Hintergrund sehen wir so das Dach des Bootes. Okay, dann haben wir einmal
in Action hier am Musik machen, zwei mit Gitarre und einer am Singen. Polaroid Nummer 3 zeigt die drei Herrschaften in Bademänteln und hier im Hintergrund sehen wir jede Menge bunte Luftballons. Und Nummer 4, hier sitzen die drei Jungs auf Sesseln und schauen in die Ferne. Auch hier wieder ein Pool zu sehen. Gut, dann kommen wir zum Poster, beziehungsweise es sind ja zwei. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob es vielleicht ein doppelseitiges Poster ist, aber nein, es sind tatsächlich zwei an der Zahl. Und zwar haben wir einmal dieses hier, quadratisch, das Cover. Die drei wieder am Pool liegend. Rückseite blank weiß. Und dann haben wir ein zweites Poster. Und hier haben wir auch wieder natürlich die drei Jungs abgebildet hier mit farbenfrohen Jacken. Und auch hier stehen sie wieder am besagten Pool. Auch hier wieder Rückseite weiß und Format quadratisch. Ja, das finde ich wiederum gut, dass man das hier auf zwei Poster gemacht hat und nicht auf ein doppelseitiges. Ja, so muss man sich nicht entscheiden. Und wenn ihr wirklich Fans der Jonas Brothers seid, so könnt ihr dann wirklich beide Seiten aufhängen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte, die eben gezeigten Poster, zwei Stück an der Zahl, einseitig und quadratisch. Dann die vier Polaroid-Fotos, die kommen mitsamt dieser Poster in diesem Briefumschlag, der sich auch zukleben lässt. Dann haben wir diesen durchsichtigen Turnbeutel mit dem Aufdruck Happiness Begins. Diese Notiz, diese Danksagung mehr oder weniger, sowie das Album an sich, Happiness Begins, mit insgesamt 16 Tracks im Standard Jewel Case. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Happiness Begins von den Jonas Brothers. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Jonas Brothers unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.